trau dem Ganzen nicht. Ich würde sagen, da gehen wir nicht rein. Er darf mich nicht sehen. Ach nee. Echt? Ich dachte, wir haben ein Blind Date. Jetzt gibt er mir Tipps. Aber hier kommt er nicht durch, ne? Gehst du da durch oder muss ich noch was Specialiges tun? Was denn? Jetzt geht er weg, Mann! Scheiße. Ich mag das nicht. Oh oh. Ich sehe nix. Es ist so dunkel. Geh da durch. Geh da durch. Scheiße. Ich glaube... Oh, ich glaube... RIP. Lass dir Zeit. Ist nicht so, als wäre gerade ein irrer Typ hinter uns. Alter, wie er einfach dunkel. Das Trigger. Ah! Das wird Gott sei Dank nicht lange dauern, bis wir das Spiel durch haben, ey. Das ist ja fürchterlich. Drücke einmal in der Taste, um eine Tür langsam zu öffnen. Drücke mehrfach hintereinander, um sie aufzutraden. Oh. Alter, ich sehe mal einfach gar nichts. Ja, dann laber doch nicht so laut. Komm. Rum hier. Sollen wir uns hier verstecken? Ich glaube ja, oder? Ich hätte vorher auf Toilette gehen sollen. Ich würde ja im Schrank bleiben. Ich auch. Bis der vor Hunger stirbt. Gleich hat er dich gegeben. Ja, der wird mich auch öfter haben. So. Tea time. Eine Kettensäge. So eine Kettensäge, ne? Ich hab da mal eine Frage. An die Männer unter euch, die sich mit Kettensägen auskennen. Die muss doch irgendwie laufen, oder nicht? Mit Benzin oder so? Das muss doch irgendwann alle gehen. Würde ich sagen. Ach ja, komm, ey. Leck mir doch die Füße. Ist er jetzt weg? Ich sehe mal einfach gar nichts. Ey, der hat mich voll gesehen! Ich krieg echt die Krise mit dem Sack! Was ist denn los? Nimm das und lauf! Komm, ich hau dich mit einer Flasche kaputt. Flasche gegen Kettensäge? Warte mal, ich hab eine Idee! Wenn du ein bisschen schneller wärst, mein Freund, dann könnten wir überleben. Wir müssen aber zusammenarbeiten. So. Hui! Alles gut. Wir haben das Wichtigste des Spiels geschafft. Ich glaube, wir haben eine Flasche aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher. Hey. Haben wir den echt abgehängt jetzt? Oh, Herzklopfen, wie in DBD. Ich sehe. Das verrät uns einiges. Erwartest du in einem Horrorspiel wirklich Realismus? Ja. Also im ersten Schrank. Hm, ich glaube, ich gehe auch zurück. Irgendwann dauert aber. Hm. Im Leerlauf verbraucht die nicht so viel. Ich gehe erst rauf, wenn das Herzklopfen weg ist. Und sonst so? Was haltet ihr denn so von Horrorspielen? Und Filmen? Und realistischen Horrorfilmen? Ich glaube, er ist weg. Man hört zwar noch die Säge,
Aber The Herzklopfing ist, ich finde das gut, dass ich überhaupt nichts sehe in diesem Spiel. Also ich... Ich möchte kurz sagen, dass ich das Spiel total mag. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, Mann. Ich will da rechts hin. Er hat das fallen lassen. Gut, dass es uns nicht verraten hat. Bin der nicht immer so random rumragen, oder? Weißt du? Ich glaube... Alter, aber er rennt nur random durch die Gegend, oder? Der weiß nicht, dass ich... Warum machst du das? Warum? Wie heißt der Typ? Darf ich kurz auf Toilette gehen? Ich geh mal kurz. Ich komm gleich wieder, ey. Alter. Ach, Jungs. So. Meine Kinder. Da wären wir. Hui. Der alte Camper ist immer noch da. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal raus. Ich bin's leid. Ich würde lieber im Schrank bleiben, da verhungern und verdursten, anstatt so einem crazy Typen hier gegenüberzutreten. Eigentlich kommt er nicht um diese Ecke. Nur seit ich geplant, das war geplant, extra die Flasche hier zerdeppert habe, kommt er hin und wieder. Bewegt seine Glieder. Kann man dieses Kamerawackeln auch ausmachen? Das ist so wie so ein Schiff hin und her dönselt. Ich mag das nicht. Ich fände dieses Spiel gut. Guck mal, eigentlich. Muss ich mich ducken oder sieht er mich schon? Wie soll ich da denn vorbei, wenn der hier immer rumkämmt? Es tut mir leid, ihr müsst Geduld mit mir haben. Solche Spiele liegen mir nicht. Darum habe ich sowas auch vorher noch nie gespielt. Oder, die liegen mir nicht, weil ich sowas vorher noch nie gespielt habe, so. Oh Mann. Ich hätte Alien Isolation spielen sollen. Oh. Ey, diese Lampe stört auch überhaupt nicht. Dankeschön. Man sollte die Spieleentwickler mal in so eine Anstalt stecken, ganz ehrlich. Können wir jetzt? Ist der da hinten noch? Jetzt raste doch nicht aus. Ich muss doch berechnen, wo du hingehst. Das kann ich doch so nicht. Ich bin dafür, dass wir gleich Dead by Daylight spielen. Und das hier... in die Tonne treten. Ich traue das nicht. Ich traue dem nicht. Hat er mich gesehen? Wo bin ich denn hier schon wieder? Oh nein! Ich bin so weit gekommen. Ich sterbe hier nicht. Nein! Alter! Jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an. Komm mir Gegner nicht zu nahe, damit sie dich nicht packen können. Wer hätte das gedacht? Ist das der erste Raum hier? Oh mein Gott. Theoretisch können wir uns das hier schenken. Warte mal. Kann er nicht einfach direkt da hinten durchgehen? Guck mal, wir machen das so. Und so. Er darf mich nicht sehen. Achso, er muss uns ja gleich wieder die Tür aufmachen. Oder ist die schon auf? Aber wir könnten auch hier durchgehen. Komm, er merkt eh nichts. Eigentlich kann er uns auch gar nicht... Ja... Kann der uns auch gar nicht hören? Ja, geh rein da! Weil er seine laute Kettensäge anhat. Kenners, der muss das hier rechts von mir jetzt kaputt machen, oder? Die Kisten da, dass ich da schneller durchkomme. Fände ich in Ordnung.
Nee, ich kenne keinen Hydri. Ich auch nicht. Ach Mann, der Arme. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oh, das finde ich schön. Juno! Weißkern, wie geht's dir? Ich glaube, er ist seiner Blutspur gefolgt. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe eine Blutspur hinter mir hergezogen, aber... Wenn er darauf achtet, dann gute Nacht. Er muss es ja nicht spielen. Ja. 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 Okay. Ja, jetzt kannst du weggehen. Jetzt, übrigens solltest du mal dein T-Shirt wechseln. Das riecht leicht unangenehm. Außerdem sieht es auch nicht mehr so schön aus. Das ist... Oh, jetzt aber rein da. Nein! Nein, Mann! Es ist einfach nicht mein Tag für dieses Spiel. Wieso stehen denn da auch Kisten? Das weiß doch keiner. Jetzt wissen wir, warum er da lang geht und nicht links. Oh Mann, das ist echt ein doofes Spiel. Alter. Bin ich schon ganze 2 Minuten weit gekommen? Ich glaube nicht. Ja, ja, ja. Puh, mich auf. Ich bin so gruselig. Mit meiner dicken, dicken Kettensäge. Und du hast keine Waffe. Ja. Das kann sich nur um Stunden handeln, ey. Boah. Bleib bei einem kleinen Durchgang stehen und warte, bis er vorbeigeht. Das Gamma Clipping. Lass die Flasche ein, um ihn abzulecken. Das ist natürlich eine Idee, Zombie. Ich hab dich schon wieder vergessen, ey. Mann. Die muss ich jetzt erstmal wieder aufsammeln, ne? Eben hatte ich die ja selber schon kaputt gemacht, die Flasche. Darum hatte ich die nicht mehr. Kriegt man ja einen epileptischen Anfall. Darum die Warnung vorhin. Spielst du am PC? Ja. Das Spiel ist nichts für mich. Für mich auch nicht. Da brauchst du, guck mal, da brauchst du erstmal 10 Stunden Geduld, damit der Typ hier weitergeht mal. So demonstrativ macht er alles kaputt und wir sehen, oh mein Gott, du bist so mächtig mit deinem langen Ding da vorne. Okay. Okay. So, wenn er meiner Blutspur gefolgt wäre, wäre er hier lang gegangen. So, Friend. Friendly Fire. Wenn ich das... Hört ihr das, wenn ich das dahin hinwerfe jetzt? Aber zielen muss man auch erstmal können, ne? Oh, komm, mir blöse nichts in den Arm, my friend. Der ist hier nie lang gegangen. Der kommt hier nicht lang. Du kommst hier nicht dran, ey. Wie werfe ich denn das Ding? Ups. Ich weiß nicht mehr, wie ich das werfe. Weißt du? Und dann macht er das, wenn du das nicht willst. Dann schlägt er das hier an der Theke kaputt. Hauptsache, der Typ hört dich und, Alter. Ich hab Haare in den Augen. Wirf das dahin. Ach ja, natürlich. Das hast du gut gemacht. Gut, dass er dich nicht gesehen hat. The Blue Room. Hier ist nichts zum Verstecken. Sollen wir... Guck mal, Kontrollpunkt. Ach, ich lasse die Flasche liegen. Wir brauchen die nicht. Oh nein. Rip. Junge. 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 Ich möchte nicht sagen, wie angetan ich von den Animationen bin. Aber, ja. Ihr seht das vielleicht.
Schön. Nein, ich mag im... Ich werde das Spiel vielleicht mögen, so. Guck mal, die Wand. Das ist so... so. Habt ihr gesehen? In der Ecke da. Spiel am PC, habe ich ja gesagt, ne? Kein Plan, keine Tastatursteuerung, nicht. Gut, dass ich keine Magenschmerzen habe. Und geht das Gitter auf und dann im richtigen Moment zu? Darum. Das ergibt keinen Sinn. Warum sind wir hier mit einem Typen und einer nie auslaufenden Kettensäge? Oh Mann. Na okay. Kataka, irgendwas. Ryuki. Mikami. Shinji. Schöne japanische Namen. Das Böse. Yo. Das Böse ist back. Ich hab voll Bauchhauer. So. Bitte. Sind wir immer noch in dem... Oh, das ist unfassbar. So, jetzt muss der Dicky erstmal Treppen steigen oder absteigen. Glaube ich. Sollen wir schnieken? Nee, ist ja keiner. Er humpelt jetzt nicht mehr so. Aber laufen will er trotzdem nicht. Hey, was ist denn los hier? Hallo. Ah, jetzt will er laufen. Hier ist Ausgang. Hier, hier, hier. Komm, raus da. Raus, raus, raus. Die geht sogar auf? Hätte ich nicht gedacht, jetzt. Oh, was? Detective! Rein hier, rein hier! Der sieht voll creepy aus mit seinen Augen. Das sah aus, als wäre das Ding schon 3000 km/h und er rennt noch so gemütlich neben dem Auto. Alter, das gefällt mir. Ich mag sowas. Was ist das denn? Hey, wo ist Joseph? Voll weiß. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Oh. Naja. Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Wieso haben wir sowas mitgenommen? Hat jemand 2012 von euch geguckt? Zurück. Das ist das random. Der Typ sieht nicht so aus, als würde er überleben. Der Fahrer. Wollen wir Wetten abschließen? Ich glaube, in 2 Minuten ist er gestorben. Scheiße. Was anderes können die auch nicht sagen. Inception. Ganz normaler Tag. Auf der Arbeit. Ach ja. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Entschuldigung. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Geschafft, super. GG, ja. Was wird es, wenn wir nicht weit weg sind? Ein wenig weiter und alles wird gut. Ich mag seine Nase. Okay. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen!
Waren das 2 Minuten? So. Der hat mich so ein bisschen an Mickey von Tales of Systeria, der kranke Typ hier. Der Weiße. Finde ich schon fast süß. Zurück zu 2012. Den Film hat mein Papa... Ja, mehr oder weniger belebt. Den Film hat mein Papa vor 2 Tagen noch geguckt und das war auch so, weißt du? Die kommen immer... In der letzten Sekunde fällt irgendwas runter, aber sie entkommen immer. Spiel speichern, ja bitte. Das war's. Haben wir 40 Minuten schon dafür gebraucht? Oh mein Gott. Gespeichert? Ja, ne? Achso, tschuch, mach mal. Mir doch egal. Ja. Können wir die Schwierigkeitsgrad ändern? Oh Mann, ich möchte nicht weitermachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trinken Schnaps hilft bei Bauchweh. Ich glaube nicht. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Hier habe ich gesehen, war so ähnlich. Ein Jägermeister hilft am besten gegen Bauchweh. Mickey! Ja, Mickey. Mickleo heißt er eigentlich, aber Mickey habe ich den genannt. Oh, ey. Das wird lang, das Spiel. Wie viele Kapitel hat dieses Spiel? Muss ich mal was tun? Ach, ich kann mich umgucken. Servus, die Dame. Hallo. Wieso bin ich festgebunden? Guck mal, hier. Ich verstehe das jetzt mit der Warnung am Anfang des Spiels. Was war das? Was ist das? Ich möchte da nicht hingucken, bitte. Hier, guck nach oben, guck nach oben. Alles gut. Nein, 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 wir sehen das nicht. Also nach so einem Traum müsste ich mich erstmal übergeben. Leichen gefunden. Leichen im Seegemeinde. In Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Was ist jetzt gerade passiert und was nicht? Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden im Elk River gefunden. Wir hätten die Tür nicht auflassen sollen, oder? Die Ausgangstür. Cool! Hier, Kaffee. Ohne Kaffee gehen wir nicht los. Okay. Was haben wir denn? Wieso haben wir Aua da, wo er sich festhält? Leg dich lieber hin, ich glaube, dir geht's nicht gut. Hallo? Jemand da? Ja? Hier. Red ich selber, oder? Wieso haben wir einen Schlüssel für die eigene Zelle? Hä? Ach nee, ich kann nur gucken. Sind wir wahr? Sind wir. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Ich mag Ihre Stimme nicht. Sie sind gerade der Einzige hier. Na toll, das Ich muss mal kurz pullern. Mann, 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 ey, was für ein krankes Spiel. Ich gehe da doch nicht hinterher. Können wir da rein? Hier? Hallo. Man kann nichts machen. Finde ich gut. Ein Spiegel. Mirror. Achso, guck mal. So kommen wir da schneller hin, wenn wir schlagen. Hallo? Jemand da? Hast du schon gefragt. Batz. Oh, kriegen wir nicht kaputt.